Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Baum, man kann es nicht oft genug sagen, Metropolen von heute brauchen den Radverkehr, also auch Berlin. Und wenn ich von Metropolen rede, dann rede ich nicht von Münster oder Freiburg, die die Bevölkerungszahl oder die Fläche eines unserer Bezirke haben, sondern ich rede von Metropolen. Und wenn Sie dann Amsterdam und Kopenhagen in den Vergleich ziehen, dann passt das schon eher. Aber auch diese Städte, diese Stadtgebiete sind zahlenmäßig von der Einwohnerzahl und flächenmäßig auch kleiner. Insofern haben sie andere Herausforderungen. Und wenn man also Äpfel und Birnen vergleicht, muss man doch redlich sein und wenigstens in der Konsequenz ehrlich sein und sagen, unsere Radverkehrsstrategie ist erfolgreich. Und warum sie so erfolgreich ist, das hat was mit den Dingen zu tun. Das hat was mit den Dingen zu tun, die auch in diesem Hause Konsens sind. Radverkehr bietet kostengünstige Mobilität. Die Wege, die man zurücklegt, können schnell zurückgelegt werden. Innerhalb des S-Bahn-Rings ist das Radverkehr, das Fahrrad wahrscheinlich die schnellste Fortbewegungsart in der Stadt. Ja, Herr Kollege, Motorroller schneller. Alles klar, sind wir schon wieder bei der ideologischen Fixierung auf den motorisierten Individualverkehr. 50% aller Wege in Berlin sind unter 5 Kilometer. Da brauchen Sie nicht Ihren Motorroller, da können Sie sogar das Fahrrad nehmen. Ist auch gesund, das ist der fünfte Punkt, und leise und emissionsarm. Lernen Sie dazu. Und der Radverkehr schont den öffentlichen Haushalt. Auch das ist eine Erkenntnis, und wir werden nachher noch mal zu den Kostensachen kommen. Aber Radverkehr braucht wenig Infrastruktur, wenig Platz und ist deswegen kostengünstig. In diesem Haus gibt es darüber einen Konsens, das hatte ich schon gesagt. Und der Konsens ist ja bei anderen Punkten in diesem Parlament, was nicht unbedingt auf Einigkeit orientiert ist, ein hohes Gut. Und deswegen reden wir auch über Details. Mit der Fortschreibung des Radverkehrskonzepts aus dem Jahr 2011 hat der Senat und hat auch das Abgeordnetenhaus den Radverkehr zum integralen Bestandteil seiner Politik gemacht. Und ich sage jetzt Ihnen auch, weil das muss man immer wieder rahmen, eine Großstadt kann nicht auf Radverkehr alleine setzen, sondern braucht einen Mobilitätsmix. Es ist also sinnlos oder nicht sinnvoll, Radverkehrspolitik zu machen zulasten anderer Verkehrsarten und sich nur auf die Förderung eines Verkehrsmittels zu konzentrieren. Wir wollen, meine Damen und Herren, wir wollen die Fehler der autogerechten Stadt nicht wiederholen, indem wir eine fahrradgerechte Stadt ihnen entgegensetzen, mit all den Folgen für den Fußverkehr und andere Verkehrsarten. Das wird es mit uns nicht geben. Vielen Dank. Die Lebenslagen der Menschen in der Stadt erfordern eben unterschiedliche Lösungen. Und wir können auch die Wirtschaftsverkehre, die Wertschöpfung nicht vergessen. Und meine Damen und Herren, Wirtschaftsverkehre lassen sich eben nicht ausschließlich mit Radverkehr abwickeln. Und wenn man eine moderne Verkehrspolitik macht, so gilt der Radverkehr neben dem Fußverkehr, dem ÖPNV und auch dem motorisierten Individualverkehr als die wichtigen Verkehrsarten für die Stadt. Und deswegen kann es kein Gegeneinander in dieser Art und Weise geben. Das sind Kompromisse, und diese Abwägung zwischen den Verkehrsarten sind Kompromisse. Und wer diese Kompromisse und Abwägung nicht trifft, der agiert unseriös. Meine Damen und Herren, in der autogerechten Stadt, das haben Sie ja vorhin erwähnt, spielte lange das Rad eine untergeordnete Rolle. Diese Zeiten sind vorbei, und deswegen müssen wir gemeinsam diesen Weg energisch voranschreiten, fortsetzen. Wir wollen den Radverkehr stärken. Ich möchte Ihnen aber noch mal sagen, dass wir den Anteil des Radverkehrs in den letzten 10 Jahren verdoppeln konnten. Und jetzt sagen Sie immer, dass es trotz der Senatspolitik passiert. Ich sage Ihnen, wenn Sie sich das mit anderen Großstädten wie Paris beispielsweise anschauen, gerade weil der Senat so gehandelt hat, sind wir heute 10 Jahre Paris voraus im Ausbau des Radwegenetzes. Der Anteil der Radwege, der zurückgelegten Kilometer, sind 14%. Und das differenziert mal, wenn man das differenziert, unterscheidet sich das zwischen Spandau und Lichtenberg an Stadtrandbezirken oder Marzahn-Hellersdorf und Innenstadtbezirken. Also brauchen wir, und wenn wir auf das Thema kommen, diese Radrouten und Tangentialverbindungen, dazu werde ich auch noch mal was sagen. Meine Damen und Herren, wir haben die Radinfrastruktur konsequent ausgebaut. Radverkehrsanlagen mit über 1000 Kilometer Länge, und das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sind hinzugekommen. Radfahrstreifen, über 174 Kilometer neue Radfahrstreifen, seitdem sozusagen der Radweg nicht mehr en vogue ist, sondern der Radfahrstreifen die Maßgabe der planerischen Anordnung ist, sind hinzugekommen. Das muss man auch mal zur Kenntnis nehmen. Und im Jahr 2002 gab es nur eine Fahrradstraße in dieser Stadt. 2012 waren es 16. Der,
Ja, der Ausbau der Hauptrouten geht voran und diese Hauptrouten werden im Jahr 2017 350 Kilometer umfassen. Meine Damen und Herren, das können Sie doch nicht ignorieren. In den letzten Jahren sind die Abstelleinrichtungen für Fahrräder an Bahnhöfen, aber auch vor anderen Orten über 1000 Stück hinzugekommen. Und das hat was damit zu tun, dass das Rad intermodal nutzbar sein muss. Also, dass man kombinieren kann zwischen Fußweg, Radweg, zwischen ÖPNV und Radweg oder auch motorisierten Individualverkehr, um möglichst die Ressourcen zu schonen. Viele Bahnhöfe verfügen über Park and Ride und wir bauen gerade, und das ist ja auch die letzte Debatte, hat es gezeigt, das Fahrradleihsystem aus, sodass eben ÖPNV und Radverkehr gut miteinander kombinierbar sind. Meine Damen und Herren, wir haben natürlich auch Herausforderungen beim Thema Verkehrssicherheit. Den Test, den Sie gerade angesprochen haben, den ADFC-Klimatest, der benotet Berlin insbesondere bei 3 Punkten ganz schlecht, wenn Sie sich das durchgelesen haben, nämlich der Frage der Radwegsicherheit und zwar der auf den Radfahrstreifen und zwar der, durch zugeparkte Autos, durch andere Verkehrsteilnehmer. Da kann man eigentlich nur eine schnelle Eingreiftruppe der Ordnungsämter fordern. Das wäre eine Konsequenz, das wäre logisch, dass die Ordnungsämter sich in regionalen Strukturen... Ja, Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben im Ältestenrat festgestellt, dass das nicht nur das aktuellste, sondern anscheinend auch das wichtigste Thema ist. Deswegen sollten wir es auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit diskutieren. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, die Ordnungsämter in regionale Strukturen zu untergliedern und durch Rufnummern aktuell dann auch auf die Delinquenten hinweisen zu lassen, das wäre eine Lösung, um Radwege freizuhalten. Aber auch die Themen Verkehrssicherheit, Kreuzungsumbau, das Thema Rechtsabbiegen an Kreuzungen durch LKWs und PKWs, eine der Hauptursachen für schwere Unfälle, das wird angegangen. Wir haben dazu diese Unfallkommission und diese Unfallkommission der Verkehrslenkung Berlin nimmt sich jede Kreuzung konkret vor und schlägt Lösungen vor, die dann eben baulicherseits durch Anordnung, durch Ampelphasen möglicherweise auch verschiedene andere Maßnahmen anbringen von Spiegeln und so weiter, gelöst werden können. Wir wollen aber nicht nur die Sicherheit für den Radfahrer verbessern, sondern auch für die Fußgänger. Insofern geht es eben auch immer um ein Miteinander im Straßenverkehr. Und wenn Sie Ihren Antrag geschrieben haben und dort fordern, dass die 10 häufigst genannten Punkte dieses Radverkehrssicherheitsdialogs in diesem Jahr umgesetzt werden, dann stelle ich mir die Frage, ob Sie tatsächlich aufgepasst haben, was die Unfallkommission macht. Denn die Unfallkommission nimmt die konkreten Unfälle vor Ort auf. Und wenn Sie sagen, es soll nur die subjektive Unsicherheit dieses Sicherheitsdialoges umgesetzt werden und nicht die Realität, nämlich da, wo die Unfälle passieren, dann sind wir in einem Dissens und dazu müssen wir sicherlich auch miteinander noch mal sprechen im Ausschuss. Zweitens, Ihr Antrag, und das ist auch ein Defizit Ihres Antrages, vernachlässigt auch die Frage von Zuständigkeiten. Handelt es sich um eine Nebenstraße, sind auch Bezirke in der Verantwortung, dort umzubauen und das kann nicht alleine sozusagen immer auf den Senat gezeigt werden, wenn dort Bezirke mit Anordnungen nicht hinterherkommen. Das sind Dinge, die wir im Ausschuss miteinander besprechen wollen. Sie haben es schon richtig gesagt, zugeparkte Radfahrstreifen sind in der Tat ein Problem, aber auch der Fahrraddiebstahl ist ein Problem. Das ist der Grund, warum viele Leute eben in dieser Stadt das Fahrradfahren als auch unattraktiv erachten. Das hat wenig mit der Infrastruktur zu tun, sondern eher was wie Polizei eingesetzt wird. Und auch dazu kann man die Forderung erheben, dass es durchaus endlich eine Soko-Fahrraddiebstahl geben muss. Und ich glaube, das betrifft etliche in dieser Stadt. Und die Wahrnehmung ist so, dass es durchaus dringender ist als andere Maßnahmen. Meine Damen und Herren, der Senat hat zum Thema Verkehrssicherheit nicht nur den Online-Dialog geschaltet, sondern auch die Frage Berlin, die Kampagne Berlin nimmt Rücksicht. Sie war sehr erfolgreich, meine Damen und Herren. Und wir haben auch ein Thema, was beim Thema Verkehrssicherheit zu besprechen ist. Das sind die Jugendverkehrsschulen. Und auch die müssen in ihrer Ausstattung und ihrer Ausrichtung so organisiert sein, dass dort die jungen Menschen Radfahren sicher lernen, Teilnahme am Straßenverkehr insgesamt sicher lernen. Und die Radverkehrsstrategie, um jetzt nochmal zum Haushalt zu kommen, in der letzten halben Minute von 5 Euro. Und Sie haben gesagt, wir geben da nur 2,25 Euro aus, meine Damen und Herren, 2,24 Euro. Entschuldigung, das ist so mein ewiges Leid, immer einen Cent draufzulegen. Wir haben in den letzten Jahren die Ausgaben für den
die Veranschlagung im Haushalt für die Radverkehrsarten für den Ausbau der Infrastruktur erhöht. Und ich sage Ihnen auch, wir haben auch das Schlaglochsanierungsprogramm mit reingenommen und davon werden nicht mehr nur Straßen gemacht, sondern auch Rad- und Gehwege gemacht werden. Das erhöht Ihre Zahl, das haben Sie sicherlich nicht berechnet, mit hinein. Und meine Damen und Herren, wir haben natürlich eine Zielvorstellung und die sind mit den 5 Euro genannt. Und ich denke, in dieser oder in der nächsten Legislatur werden wir auf diesen Punkt 5 Euro pro Kopf und Einwohner kommen, um den Radverkehr auszufinanzieren. Vielen Dank. Ich will jetzt zu den Herausforderungen nichts mehr sagen, weil ich denke, die Zeit ist abgelaufen. Stimmt. Ja, es blinkt hier schon. Vielen Dank.